So. Oh. Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute geht es um meine Bewässerungsanlage. Ihr habt so oft gefragt, was habe ich denn für eine Bewässerungsanlage? Wie habe ich das denn hier gemacht bei uns im Haus und im Garten? Und deswegen filmen wir jetzt hier mal direkt aus unserem Abstellraum. Nicht genau hingucken bitte. Und ich zeige euch, wie wir das hier aufgebaut haben. Ja, also hier ist unser Hauptanschluss, unser Rohr vom Wasserwerk, von der Straße. Hier ist unser Hauptwasserzähler, hier die beiden Abschwellventile. Und direkt vom Hauptstrang geht jetzt hier ein Abgang nach draußen. Direkt nach draußen über den Außenwasserzähler. Ich hoffe, ihr seht das hier, über den Außenwasserzähler raus, direkt auf kürzestem Wege zum Außenwasserhahn, da wo meine Bewässerungsanlage angeschlossen ist. Warum machen wir das so? Erstmal müssen wir leider den Rasen mit unserem Frischwasser bewässern. Wir können hier keinen Brunnen bohren, weil das Grundwasser hier viel zu tief ist und das unglaublich viel Geld gekostet hätte. Und wir haben hier glücklicherweise relativ günstiges Frischwasser. Man zahlt ja für Frischwasser und man zahlt für Brauchwasser, also für das Abwasser. Und die Abwasserpreise sind meistens deutlich höher als die Frischwasserpreise. Ich habe so ungefähr 400 Euro Wasserkosten für meine Gartenbewässerung pro Jahr. Und deswegen ein Außenwasserzähler, dann weiß man eben genau, wie viel Brauchwasser man nicht bezahlen muss. Und ja, jetzt gehen wir mal nach draußen und gucken uns draußen den Wasserhahn an. Yeah! So Freaks, das ist jetzt hier also der fette Außenwasserhahn. Da ist die Anschlussbox von Gardena für die Bewässerungsanlage. Und da kommt der Schlauch drauf direkt. Jetzt machen wir mal zu, weil wir natürlich das Wasser auch anstellen wollen. Dann haben wir hier das Hauptventil. Da kommt das Hauptventil rein. Und hier kommen die 6 Ventile rein für die Verteilung. Da haben wir so richtig jetzt Brems Tierleben. Würmer, alles Mögliche kreucht und fleucht da rum und haut jetzt gerade ab. Ja, also da seht ihr jetzt hier meine Frau. Das ist meine Frau übrigens. Da seht ihr jetzt den Haupthahn, der direkt hier in die Bewässerungsverteilung geht. Wir haben das hier so gelöst mit einem Hauptventil und mit 2 Ventilkästen für die einzelnen Bewässerungsstränge. Ich musste 6 Bewässerungsstränge installieren, um an jedem Wassersprenger, an jedem Rasensprenger genug Druck zu haben. Das kann man sich ausrechnen lassen. Da gibt es bei Gardena ein schönes Tool, wo man sich genau ausrechnen lassen kann, abhängig vom Wasserdruck, wie viel Rasensprenger man an einen Wasserstrang, an eine Leitung anschließen kann. Dazu kommt dann noch die Entfernung zum letzten Ventil. Also wir sind hier sind wir. Und unser letztes Ventil, ich renne da jetzt mal ganz schnell hin. Unser letztes Ventil ist ganz am Ende des Grundstücks, an der äußersten Ecke, da wo mein Abschlag ist. Ja, hier, da. Und das sind mal lockere. Ich meine, irgendwann Grundstück ist 50 Meter lang. Plus ums Haus rum sind dann 70, 80 Meter. Hier, da ist das letzte Ventil. Da. Und auch da muss noch genug Wasserdruck sein, um diesen Rasensprenger vernünftig zu betätigen. So, Freaks. Ja, wir haben vor 25 Jahren gebaut und da habe ich überhaupt noch nicht über die Bewässerungsanlage nachgedacht. Das kam erst viel später, als das Thema Rasen immer wichtiger wurde. Und dann haben wir hier angefangen, die ganze Bewässerungsanlage nachträglich auf unserem Grundstück zu verlegen. Es war der Horror, ey. Bis in die hintersten Ecken haben wir die Leitung verlegt. Man muss immer so tief buddeln, ne, so breit, so tief so einen Schacht buddeln, um auch dann mehrere Rohre zu verlegen, die ganzen einzelnen Sprengerpunkte angesteuert,
Es war unglaublich. Also wenn ihr irgendwie euch ein Grundstück jetzt gerade neu kauft und neu machen lasst, legt zumindest gleich die Rohre in den Boden mit rein. Das ist eine Schweinearbeit, das hinterher zu machen. Und man sieht es auch sehr lange, wo denn der Rasen aufgestochen wurde. So, jetzt bauen wir erstmal die Ventile hier ein. Die müssen im Winter raus, weil die nicht frostsicher sind. Jetzt soll es aber warm werden. Die nächsten Tage sollen schön sein. Und es hat schon wieder zu wenig geregnet, obwohl es im Januar, Februar ja so wahnsinnig viel geregnet hat. Hat jetzt die letzten Wochen kaum noch geregnet. Wir hatten einmal Regen. Das sind nur 3 Liter pro Quadratmeter gewesen. Ich brauche zweimal die Woche 9 Liter pro Quadratmeter, damit der Rasen ausreichend mit Wasser versorgt ist. Außerdem habe ich gedüngt und der Dünger muss jetzt dringend in den Boden rein, damit jetzt in den warmen Tagen das Gras auch richtig anfängt zu wachsen. Jetzt saugen wir erstmal. Ich mache das immer schön sauber, weil natürlich die Dichtung möglichst nicht sandig oder dreckig werden dürfen. Deswegen am Anfang des Jahres einmal schön ausgesaugt. Dann kann man auch hier vernünftig die Ventile installieren. Ja, Felix, das ist meine Kiste. So sieht ein Ventil aus. Die gibt es seit, naja, jetzt wie lange, 25 Jahre, also mehr als 25 Jahren, gibt es diese Ventile von Gardena. Und das hat sich auch nicht geändert, die gibt es auch heute noch. Die sind ein bisschen scharfkantig, muss man ein bisschen aufpassen bei der Montage, da kann man sich ziemlich leicht wehtun. So, dann nimmt man, ich hoffe, wo sieht das jetzt am besten, dann nimmt man hier erstmal diese, ja, Verbinder raus. Also zieht man diese Klammern raus und zieht die raus. Hier sieht man schon wieder, da ist noch Dreck unter. Hier gibt es noch einen Deckel. So, jetzt gibt es eine Durchflussrichtung. Ne? Da ist ein Pfeil drauf. Das Wasser kommt von da. Also muss das Ventil so rum eingebaut werden. Da habe ich lange zugebraucht, bis ich das richtig drauf hatte. Ich mache mir erst den langen drauf, stecke rein, schiebe ganz durch und jetzt kann man relativ problemlos den kurzen Stutzen dazwischen fummeln. So, und jetzt ist der drin und jetzt kann man den kurzen Stutzen relativ problemlos in das Ventil reinschrauben. Zack, 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 zack. Das geht ganz gut. Schön bis zum Anschlag festschrauben und dann steckt man das Ventil noch, zieht man das Ventil zurück, verriegelt das Ventil mit diesen beiden Klammern und ein Ventil ist installiert. Yeah! So, zack, 3 Ventile. Dazu kommen dann diese Steuereinheiten. Das ist eine Steuereinheit. Da kommt dann eine 9-Volt-Batterie rein. Ich hoffe, die taugen noch was. Rund ist Plus. Zack. Und auch mit einem blauen Aufkleber draufgesetzt. Fertig. Rot. Jetzt haben wir nicht rot, sondern weiß. Und diese... alles dreckig. Alles dreckig. Und diese Steuereinheiten, die werden... die Steuereinheiten werden nachher programmiert mit so einer Programmiereinheit. Und der hat keinen. Das ist mein neuer Strang. Das ist die Bewässerung für die Südkante. Dieses Ventil habe ich damals montiert, als ich die Südkante mit dem Fächersprenger eingebaut habe. Nachträglich gekommen. Ein Strang hatte ich noch frei. Ist immer gut, noch einen Leitungsstrang freizulassen, um vielleicht noch mal irgendwas zu korrigieren oder zu verbessern. War super, dass hier noch ein Strang frei war. So konnte ich die Südkante noch mit einem zusätzlichen Rasensprenger bewässern. Das könnt ihr in diesem Video schön sehen, was ich damals gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wann ich die installiert habe. Vielleicht so 3, 4, 5 Jahre. Also 20 Jahre bestimmt. 20 Jahre habe ich die bestimmt schon.
Das Problem meiner alten Anlage ist die Leitung, die ich hier im Rasen verbaut habe. Das waren noch spezielle Gardena-Rohre. Die waren noch nicht Standardmaß, nicht Zollmaße, wie sie standardmäßig in der Industrie verwendet wurde. Da hat Gardena noch gedacht, sie machen eigene Rohrdurchmesser, um das Gardena-System nicht kompatibel zu anderen Bewässerungssystemen zu halten. Das hat Gardena irgendwann aufgegeben, bloß gut. Und jetzt bietet Gardena auch Zollrohrsysteme an. Das heißt, die Gardena-Anlage ist auch mit anderen Anlagen, mit Rainbird, mit Hunter kompatibel. Das ist wirklich super. Klar, da gibt es mehr Wettbewerb. Man kann ja zum Beispiel Hunter-Rasensprenger an die Gardena-Anlage montieren. Das ist natürlich eine coole Sache und das habe ich auch schon gemacht. Denn die Hunter-Rasensprenger sind auch sehr, sehr, sehr hochwertig. Aber Gardena hat da sich auch verbessert. Also ich glaube, zack, das hat sich auch weiterentwickelt. Gardena ist unangefochten Marktführer. Aber Hunter und Rainbird sind wirklich interessante Alternativen. So, dann bauen wir das Hauptventil hier rein. Findest du eigentlich? Ja. Der riesige Vorteil, hier ein Hauptventil einzusetzen, ist, ich kann die ganze Anlage zentral über dieses Ventil steuern bzw. an- und ausschalten. Ich habe nämlich da oben einen Regensensor installiert und der hängt an diesem Kabel dran. Und dieser Regensensor schaltet dann, wenn es regnet, die Anlage aus. Und das geht natürlich am besten über ein Zentralventil. Das ist der große Trick. Man kann einen Regensensor und man kann einen Feuchtigkeitssensor installieren. Das gab es zumindest früher. Und dazu braucht man natürlich ein Zentralventil, was man zentral auf und zuschaltet, damit man nicht jedes einzelne Ventil hier steuern muss. Und von daher, alleine aus dem Grund, ist auch ein Zentralventil total sinnvoll und pfiffig. Genau, das ist die letzte Steuereinheit. Zack. Und an diese Steuereinheit wird jetzt hier das Kabel gesteckt, um den Regensensor hier mit zu integrieren. So, cool. Fertig. No Freaks. Ah, dicht. Dicht. Cool, jetzt machen wir den Hauptwasserhahn hier auf. Zack. On. Jetzt ist hier Druck drauf. Ihr seht, da kommt ein bisschen Wasser. Seht ihr nicht? Da ganz unten, da kommt ein bisschen Wasser. Das ist ein bisschen undicht. So, jetzt machen wir mal den gelben an. Ah! Und? Hopp! Hopp! Yeah! Und wir haben wieder Berechnung. Krasses Pferd. Oh! Nein! Siehst du, der ist nicht in Ordnung. Schau wieder aus. Wieder aus. Haupthaken. Das war knapp. Das war knapp. Der ist kaputt. Ja, der eine ist kaputt. Den muss ich gleich mal tauschen. So, immer wieder auf. Hey. Hack aus. Shit. Schon klitschnass. Ja, Mist. Das passiert dann. Wenn die Ventile noch in Ordnung sind, dann kann man hier oben auf den Knopf drücken. Knopf drücken, Knopf drücken. Kann man nicht. Komm, geh. Geht auch nicht mehr. Ah, was hat der Rasenpflicht vergessen? Was hat der Rasenpflicht hier vergessen? Da hat er die Batterie vergessen. Wenn man nämlich hier oben auf den Knopf drückt, dann schaltet das Ventil auch
für eine halbe Stunde an. Also hier drauf gedrückt, genau eine halbe Stunde Laufzeit, ohne das Ventil zu programmieren. Aber dazu sollte man eine Batterie reinnehmen. So, das ist jetzt besser. Also, wenn man jetzt hier drauf drückt, da drauf drückt. Ah, jetzt hat er angeschaltet für eine halbe Stunde. Und jetzt läuft meine Südkante. Da! Da läuft der Rasensprenger. Yeah! So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt haben wir wieder Bewässerung. Ist ein bisschen windig. Man sollte natürlich auch sprengen, wenn es möglichst windstill ist. Nachts ist super zu sprengen. Ich mache es eigentlich immer nachts, so nachts um 12 bis morgens um 4. Da kann man am allerbesten sprengen. Aber ich lasse das mal trotzdem laufen. Eine Sache vielleicht doch zum Schluss. Ja, woher weiß ich denn eigentlich, wie viel Wasser ich auf meinen Rasen sprenge? Und da hat sich richtig super gut bewährt, hier so ein ganz einfacher Regenmesser für einen ganz schlanken Euro. Mit so einem einfachen Regenmesser weiß ich dann ganz genau, wie viel Wasser ich zum Beispiel mit dem Rasensprenger in einer halben Stunde gesprengt habe. Ein bisschen aufpassen. So, lieber Rasenfreaks, das war es jetzt aber endgültig mit dem Thema Bewässerung. Das letzte, was ich euch noch kurz zeigen werde, ist eine halbe Stunde gewässert, hier mit dem Fächersprenger. Und wir haben eine Menge von immerhin, 7 Liter pro Quadratmeter gesprengt. Cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss.